Kirche. Die Kirche wurde San Giovanni di Gerimiti genannt, weil sie falsch überschrieben worden ist. Ermete ist eigentlich, San Ermete, der Heilige gewesen, die diese Kirche im 6. Jahrhundert geweiht wurde vom Papst Gregor, hat diese bestimmt, um diese bauen zu lassen. Bei einer Transgression, bei einer Überschreibung wurde diese als Eremiti eben geschrieben und so wird sie heute noch als San Giovanni di Gerimiti genannt. Im 10. Jahrhundert dann wurde diese zu einer Moschee umgebaut, also hier ist eine Basilika gewesen, das dann zu einer Moschee umgebaut worden ist. Und im Jahre 1132 wurde diese dann wieder unter Roger dem II., der Normannenkönig, der eben in Cefalù die Kathedrale bauen lassen hat, diese wieder zu einer Kirche um. Also